meine Lieben, die Geritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo zu Digimon Super Rumble. Und zwar steht jetzt demnächst der Open-Beta-Test an. Dieser startet in 15 Tagen, 2 Stunden und 24 Minuten, zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Diese Infos kann man hier auf der Super Rumble-Webseite jetzt abrufen. Die Registrierung für die Open-Beta läuft schon anscheinend seit dem 15.10., was irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. Da habe ich überhaupt nichts mitbekommen dazu. Und auch Fontes95 hat dazu nichts auf seiner Facebook-Seite gepostet, deswegen hatte ich es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Die Vorregistrierung läuft jetzt noch bis zum 24.11. Für diese muss man eine Telefonnummer angeben und E-Mail-Adresse und dann kann man sich da registrieren. Problem ist allerdings, ich habe es vorhin schon versucht, mit meiner Mobiltelefonnummer zu machen, also mit +49 plus dann die Nummer oder mit 0049, beides geht nicht. Also mit den Vorwahlen funktioniert das nicht und wenn man die Nummer dann eingibt, einfach so, funktioniert es natürlich auch nicht. Das heißt, hier wird man höchstwahrscheinlich immer noch weiterhin eine koreanische Telefonnummer dafür brauchen oder beziehungsweise Handynummer und das finde ich sehr, sehr schade. Oder es ist irgendein Fehler, der auftritt, keine Ahnung, ob ich da irgendwas dann falsch gemacht habe oder nicht, aber ich konnte mich auf jeden Fall jetzt hier leider nicht für die Open Beta registrieren. Des Weiteren gibt es hier auch noch weitere Aktionen diesbezüglich. Wahrscheinlich hier kann man dann Sachen gewinnen, wenn man da dran teilnimmt, aber mehr weiß ich da leider an dieser Stelle auch nicht. Des Weiteren gibt es noch weiteres Promomaterial zu den Digimon, wie die Digitationen denn bei denen aussehen. Des Weiteren sind jetzt auch die Spezifikationen öffentlich bekannt. Das heißt, man braucht Windows 10, eine CPU mit mindestens 3,0 GHz, eine Nvidia GeForce 750 Ti, 8 GB RAM und 50 GB Festplattenspeicher. Oha! Dieses Spiel ist auf jeden Fall in seiner Grundform dann schon mal ziemlich groß an dieser Stelle, würde ich sagen. Aber ja, falls jemand von euch da mehr Bescheid weiß, wie man denn das mit der Telefonnummer hinbekommt, ohne vielleicht eine koreanische dafür zu brauchen, dann gerne in die Kommentare schreiben. Weil so werde ich dann, wenn das nicht klappen sollte, auch nicht am Open-Beta-Test teilnehmen können. Und des Weiteren gibt es noch einen weiteren Trailer zu Digimon Super Rumble, den Digimon Masters online auf ihrem Hauptaccount auf YouTube veröffentlicht haben. Dieser ist anscheinend schon am 5.11. rausgekommen, was auch, wie gesagt, an mir vorbeigegangen ist. Aber wir schauen uns da den jetzt einfach mal an und schauen uns an, ja, was es denn da Neues zu sehen gibt. Also wir sehen hier auf jeden Fall schon mal einen digitalen Tunnel. Dann sehen wir hier Making the Digital World Hyper Evolutionary. Okay, könnte vielleicht auch auf eine neue Digitationsfunktion oder ein neues Digitationssystem hinweisen mit Hyper Evolutionary. So, dann sehen wir hier die ganzen Partner-Digimon der Adventure-Digi-Ritter. Und auf sie kommt Devimon zu, der anscheinend sie angreift. Dann sehen wir ein Agumon, welches auf den Boden fällt, beziehungsweise K.O. gegangen ist. Dann sehen wir den Partner-Tamer Agumon digitieren lassen. So sieht das dann aus. Agumon digitiert an dieser Stelle hier zu Greymon. Also mir gefällt das, dass sie hier solche aufwendigen Animationen dafür gemacht haben. Aber es zeugt natürlich davon, dass man ein rundenbasiertes Kampfsystem hat. Weil bei einem Echtzeit-Kampfsystem würde das natürlich nur schwer umsetzbar sein. Dann sehen wir die ganzen Digimon, also Greymon und Kabuterimon, wie sie Devimon angreifen. Die Animationen sind auf jeden Fall ganz cool gemacht, finde ich. Und ja, wie gesagt, hier 25.11. Open Beta startet die dann offiziell. Und das ist jetzt erstmal alles, was es weiteres zu Digimon Super Rumble zu sehen gibt. Wie gesagt, falls einer von euch da Infos hat oder die Möglichkeit hat, da einen zusätzlichen Open-Beta-Account zu erstellen, den ich dann zum Beispiel nutzen könnte, damit ich die Open-Beta dann auch streamen könnte oder spielen kann, gerne in die Kommentare damit oder mich auf Discord einfach direkt anschreiben. Aber ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall jetzt alles, was es erstmal zu Digimon Super Rumble zu sehen gibt oder beziehungsweise Neues gibt. Open-Beta-Test, hoffe ich, wie gesagt, dass ich da rankomme, damit ich das an euch präsentieren kann und ja. Das war's dann auf jeden Fall von dem Video. Schreibt mir, wie gesagt, die Sachen gerne in die Kommentare, was ihr auch von den neuen
Informationen zu Super Rumble denn haltet. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.